Ja, und willkommen nochmal auf meinem Kanal Peter Rockabilly 1950, Teil 6, Trödeltour nach Duingen, der Trödel des Wahnsinns. So, ich gebe jetzt mal hier mein persönliches Feedback dazu ab und kläre euch einfach mal ganz kurz schnell auf, ganz kurz schnell. Ihr kennt mich. Also, wie ich ja bereits schon gesagt habe, beim Vorbeifahren durch Duingen, wo wir ja nach Koppenbrücken unterwegs waren, um diese Kerzenhalter hier zu kaufen, habe ich das halt durch Zufall entdeckt. Und wie gesagt, da stand halt eine Telefonnummer drauf, also eine Handynummer mit bitte kontaktieren Sie mich über WhatsApp. Und ja, es ging halt eigentlich nur unter der Woche, vormittags. Jetzt habe ich es einfach mal spontan versucht, weil A, es ist nicht weit weg von hier. Es sind, glaube ich, ungefähr so 10 Kilometer, wenn überhaupt. Habe ich jetzt aber nicht mehr ganz im Kopf, kann auch sogar ein bisschen weniger sein. Und der Mensch wohnt selber 50 Meter entfernt. Ja, aus dem Ort, wo ich hierher komme, hat er wohl auch ein riesengroßes Haus mit Garage, wo er mal drinnen gelebt hat, was er jetzt aber auch verkauft. Das Haus ist im Angebot bei eBay Kleinanzeigen. Ja, diesen Laden, den er dort hat, mit den ganzen Trödel. Also, ich habe versucht, so gut ich konnte, alles zu filmen und alles irgendwie festzuhalten. Also, wir haben von Haushaltsgeräten verschiedener Art, 50er, 60er Jahre, 40er Jahre, 30er Jahre, bis zu Autofelgen von Golf 3, Golf 1 und schieß mich tot was. Und ja, der Mann selber, was er jetzt letztendlich beruflich macht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das seins ist und dass diese eine kleine, die eine kleine Ecke von dem Laden, also neben dem Haupteingang, dieser Nebeneingang dass man das mieten kann. Hat er mir tatsächlich sogar auch angeboten. Kann ich mir aber leider nicht leisten. Sonst hätte ich es gern gemacht. Ist aber auch vielleicht besser so, weil sonst würde ich noch mehr vielleicht dann anfangen wieder zu sammeln und dann bin ich wieder voll. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Er selber hat mir erzählt, dass der wohl einen Unfall hatte. Hat auch hier ein Hörgerät auf der rechten oder linken Seite, weiß ich nicht mehr. Deswegen, er ist taub, er kann bedingt sprechen, nur bedingt. Also man versteht ihn, aber er versteht einen, also er selber versteht mich nicht so ganz, auch nur so abgehakt. Also wenn ihr irgendwas dort in dem Video gesehen habt, was euch gefallen hat, dann könnt ihr mich kontaktieren. Ich sage dem Mann über WhatsApp Bescheid. Das ganze Ding muss verkauft werden, also der ganze Trödel da drinnen. Ich weiß nicht, ob er selber vielleicht mal Sammler und Jäger auf Flohmärkte war und einfach alles gekauft hat oder ob er vielleicht selber mal ein Trödelhändler war, der Haushaltsauflösungen gemacht hat. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben von Haushaltswaren bis zu Kfz-Artikel, Elektroartikel, Autoartikel, alles Mögliche ist dort vertreten. Und ihr habt ja gesehen, was ich mir da ausgesucht habe. Ich habe einmal diese VHS-Kassette aus der DDR. Für alle, die jetzt wissen wollen, ob ich einen Videorekorder habe, nein, habe ich nicht. Aber als Deko stelle ich mir das in meine Vitrine rein. Dann habe ich ja diese 50er, 60er Jahre Küchenuhr mit ein bisschen, ich sag mal, Patina und Rost, die mit einer Batterie funktioniert. Die möchte ich dann aber auch hier zu Hause aufarbeiten. Das werde ich dann in einem anderen Video, wenn es soweit ist, verfilmen. Dann haben wir original mit Füßen passend zu meiner Sitzgruppe in meinem deutsch-amerikanischen Diner in meiner Küche einen Hocker gefunden, wo man auch, wenn jetzt das der Hocker ist, quasi den Deckel aufmachen kann und hat dann auch, so wie bei der Sitzbank, eine Stauraumfläche. Ja. Den habe ich halt gefunden und die halt diese beiden Heizlüfter aus den 50er, 60er Jahren. Nach meiner Recherche stehen die Dinger auch schon im Heizlüftermuseum und irgendeinen habe ich noch nie gesehen, aber es gibt, was es nicht gibt, von Staubsauger bis Co.
Und dann haben wir halt noch zwei originale Gardinen gefunden aus den 50er Jahren zum Zuziehen. Nur staubig, aber im sehr, sehr guten Zustand. Das heißt, die werden gewaschen, beziehungsweise müssen gewaschen werden. Die Uhr, ja, die versuche ich dann wieder aufzuarbeiten. Dann werde ich dann wieder meine Messing-Chrom-Politur nehmen. Und fürs Metall, weil die ja aus Metall ist zum Aufhängen, da werde ich so eine schöne Polierpaste nehmen. Das ist wie wenn man gleichzeitig schleifen tut, polieren tut. Und dann sieht das halt wieder aus wie neu. Wenn ich den Flugrost halt nicht von der Uhr wegkriegen sollte, macht nichts, passt auch ganz gut zu Rockabilly, weil auch diese sogenannten Alu-Retro-Blechbilder, die ich hier so in der Wohnung hängen habe, die gibt es ja auch so zu kaufen, ne? Die dann halt so ein bisschen an den Rändern gemalten Rost haben, sage ich mal, keinen echten. Und das wäre dann halt echter Rost, aber ja, das ist dann halt eine Küchenuhr mit einer Temperaturanzeige. Kann man für draußen nutzen. Die wird wahrscheinlich auch draußen gewesen sein und dem Wetter verfallen sein. Ich weiß es nicht. Fakt ist, der Mann fährt jetzt auf jeden Fall erstmal in Urlaub und kommt dann irgendwann mit seiner Familie wieder im November. Und wir werden, wenn alles klappt, in der neuen Woche am Freitag dahin fahren und werde ich meinen Trödel für Taschengeld dort rausholen und werde euch dann nach und nach das in dem Video zeigen, in einem Videozusammenschnitt und hoffe, dass es euch dann gefällt. Auf jeden Fall, wie gesagt, also ich war quasi im Untergeschoss bis auf den Dachboden und überall stand wirklich Trödel. Überall. Das Ding muss halt weg. Ne? Gut, seine Preisvorstellungen sind ein bisschen übertrieben. Er versteht aber auch nicht einen richtig. Also, ja. Aber alles im einen, ja, die Uhr, die Küchenuhr und der Hocker mit Stauraum. Ja, muss halt alles mal richtig sauber gemacht werden. Ist halt Bastlerware. Ich hatte jetzt keine Batterie gehabt zum Testen. Ach, blöde Fliege, hau ab hier. Aber alles im einen, ja, werde ich da nochmal zwischengucken, ob ich da vielleicht noch irgendwas finde. Es gab auch so viele kleine Accessoires aus den 50er Jahren, wie jetzt zum Beispiel sowas hier. Nur bei manchen Sachen, da ist man sich halt, bin ich mir halt nicht immer so ganz sicher, weil ich muss halt gucken, dass es halt original ist und halt kein, Entschuldigung, nachgemachter Schrott, ne? So auf Deutsch gesagt. So wie auch diese bunte Tasche da, wo der Tauchsieder drin war, in ein Glas. Also normalerweise ist ein Reisetauchsieder nicht im Glas, sondern hat dann so einen speziellen Behälter. Gut, ich weiß es nicht. Also alles kann ich auch nicht wissen, aber wir haben da so ein paar Kleinigkeiten gefunden für den Haushalt. Und ja. Ich werde natürlich dann nochmal zwischengucken müssen, wenn ich dort Freitag hinfahre und da ein paar Sachen raushole. Und dann hoffe ich, dass die Gardinen sich dann in Zukunft hier schön in der Wohnung machen werden, sind auf jeden Fall original. Ja, viel Geld haben wir nicht da gelassen, mitgenommen haben wollte auch nichts. Freitag lassen wir auch nicht viel Geld da. Ja, das ist halt mein Beitrag für die Umwelt, Altes wieder aufzuarbeiten, zu benutzen, so gut es geht, aufarbeiten, sauber machen und halt dem Ganzen nochmal eine zweite Chance zu geben und ja, halt nicht immer alles gleich wegschmeißen, sondern das ist halt so ein Beitrag für die Umwelt und ja, durch meine ganzen Videos habt ihr ja jetzt gesehen, was man alles so findet, deutschlandweit, Zeitungen, Haushaltsauflösungen, alte Geschäfte. Ob das jetzt wirklich ein Blumenladen war, nur weil da jetzt die Schrift so, ich sag mal, abgekratzt, abgeklebt ist, weiß ich nicht. Da kann alles Mögliche drin gewesen sein. Aber wie man sehen kann, ne, und wer Gastronomiebedarf hat oder sich so seinen eigenen Garten in so ein bisschen im
Partyraum gestalten möchte oder sowas, habt ihr ja gesehen, der hat da diese Fässer mit Holzplatten drauf und Metallgestell und so und den ganzen anderen Trödel da. Also es ist wirklich, also alles konnte ich da jetzt auch nicht filmen. Nicht, weil ich das nicht durfte, weil du bist quasi von dem Ganzen erschlagen, ne? Ja, und oben wird dann schon quasi in dem Haus angefangen. Da fangen die halt schon an zu renovieren. Da kommt neues Badezimmer. Das ganze Haus wird halt auch gedämmt. Werden von innen, von außen. Also es wird wohl technisch auf den aktuellsten Stand gebracht und dann soll das wohl vermietet werden. Also wenn ihr irgendwas braucht, kontaktiert mich. Ich kontaktiere den Mann und frage dann nach seiner Nummer. Und wenn ihr dann irgendwie mit ihm in Kontakt kommen wollt, also ne, auch draußen auf dem Hof steht ein altes Auto. Da habe ich jetzt nicht so viel Ahnung von. Das könnte man jetzt auch nicht so. Also, wenn ihr halt was von ihm wollt, müsstet ihr halt persönlich zu ihm hören, weil er halt taub ist. Und euch am besten ein eigenes Bild machen. So. Aber alles in allem fand ich das schön heute. War ein toller Tag. Nachher war ich noch hier bei uns, so 20 Kilometer entfernt. So mitten im Wald ist so eine kleine Gastronomie. Da treffen sich immer ganz, ganz viele Biker. Dort gab es Cappuccino, Currywurst, Pommes. Ist ein ganz, ganz kleines Lokal mitten im Wald. Ja, mit gratis WLAN-Zugang und ja. Ja. Was soll ich noch erzählen? Das war's eigentlich. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit meinem Kanal, mit meinen Videos und unterstützt mich fleißig weiter. Und hoffentlich bleibt ihr mir gewogen treu. Ich bleibe euch auch gewogen treu. Und wie gesagt, wenn ihr nicht wollt, müsst ihr nicht diese Sachen hier gucken, die ich hier zeige. Ihr könnt auch einfach nur ein Abo dalassen. Freue ich mich schon drüber. Hauptsache, der Kanal wächst. Und lasst auch mal ein paar Daumen da. Ich würde mich freuen. Euer Peter Rockabilly. Tschüss.